ein wichtiger Gedanke bei ihm war immer, nicht von einer Frage, zum Beispiel gibt es einen Gott, zu einer möglichen Antwort springen, sondern bei der Frage bleiben und zu versuchen zu verstehen, welche Entität, welcher Vorgang in mir es ist, der überhaupt diese Frage stellt. Was ist es, das diese absolute Sicherheit will, dieses absolute Wissen, das es nicht gibt in dieser Welt? Und dass dann sozusagen, wenn der Mechanismus, der überhaupt zu solchen im Grunde falschen metaphysischen Fragen geführt hat, verstanden ist auf psychologischer Ebene, dass dann zwar keine Antwort kommt, aber eine Befreiung von dem inneren Konflikt, der damit einhergeht. Krishnamurti warnte: Niemand und nichts kann diese Frage beantworten, ob es einen Gott gibt oder eine Wahrheit oder die Realität als sie selbst. Und darum müssen sie sich kennen. Wenn man sich selbst nicht kennt, ist man unreif. Doch dieses sich selbst kennen kann auch zu der Erkenntnis führen, dass dieses Selbst, das es zu kennen gilt, nichts ist, was der Mensch finden, nichts ist, was er festhalten oder womit er glücklich werden kann. Das zu sich selbst gefundene Selbst, das Ich, die Ich-Identität, ist eine Falle, eine Illusion. Insofern ist Krishnamurtis Lehre wirklich extrem subversiv und in einem guten Sinne subversiv, aber auch für viele Menschen psychologisch schwer zu ertragen.